Die hat alles. Asiatisch, Schnitzel oder deinen Lieblingsburger. Probier was Neues oder wähle deinen Favoriten. Egal worauf du Lust hast. Es ist im Hintergrund stelle ich gerade aus Tele 5. Sind frei. Schlechte Werbung, aber manchmal gute Filme. Ich möchte heute eigentlich sagen, dass ich was vorlesen möchte von Wiglaf Droste. Denn Wiglaf Droste hat gerade im WDR 5 seine Gala bekommen. Ja, ist ja dieses Jahr gestorben. Aber alle seine Freunde haben für ihn gelesen, über ihn berichtet. Es war grandios. Auf WDR 5. Ich habe es in mein WordPress gebracht. Diese Zeitschrift auch jetzt schon alt, ne? Das ist die Konkret, da habe ich alle Prints zu Hause seit 1974 und wer die haben möchte, kann bei mir vorbeifahren und die für lau bekommen, weil verschicken kann man das nicht, das ist schweres Gerät, ja? Aber wer bei mir vorbeikommen möchte, um alle Print-Konkrets zu bekommen, der ist herzlich eingeladen. Wiglaf Droste, wollte ich vorlesen, aber ich habe alle meine Bücher gerade, weil meine Freundin in Urlaub ist, der Freundin mitgegeben zum Lesen, weil die was gehört hatte von Droste und fand sie toll. Deshalb kann ich also auch von Wiglaf Droste heute nichts vorlesen, denn die Bücher sind alle auswärts am Mittelmeer. Deshalb lese ich was von Goethe aus dem Wörthersee, ja, nämlich von Robert Gernhard Goethe. Und zwar das kleine Stück, was die Sprache verrät. Nämlich vier Silben hämmernd. Unmenschlich, kalt, Großstadt, Asphalt. Drei schwebende, lebende Silben nur, Waldesflur. Zwei Silben, forschend, bedeutungsvoll, froh, hallo. Einsilbig, hochfahrend, jählings und knapp, Schrapp. Ja, da kann man mal drüber nachdenken. Ja?